Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Squad Builder. Heute wieder ein richtig nices, richtig interessantes Team für euch, das in der 4-3-3-5-Formation extrem hart zerstört. Ich habe zwar erst zugegebenermaßen ein Spiel damit gemacht, aber das hat schon mehr Spaß gemacht als alle vorherigen Varianten, die ich mit diesem Spieler bzw. diesem Team so ausprobiert habe. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Links in der Videobeschreibung gibt es zu Instagram, Twitter, Randyrun, Facebook. Auf jeden Fall alles mal auschecken. Gerade Instagram lohnt sich auf jeden Fall. Der Daumen ist aber weiterhin die beste Unterstützung, ist für euch nur ein kleiner Klick und für mich aber dafür eine riesen Unterstützung, eine riesen Bedeutung. Also macht es auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, mich zu supporten. Wir starten durch mit diesem Team ohne weiteres Rumrumgelaber und starten im Kasten hinten drin und da haben wir den ersten richtig nicen Spieler und zwar Mattia Perin. Ein richtig guter Keeper, kann man absolut nichts gegen sagen. Der Kollege ist absolut bockstark da hinten drin, ist 1,88 Meter groß, akrobatischer Torhüterstil, 80 Hechten, vielleicht noch nicht ganz so geil, dafür 90 Reflexe, 78 Ballsicherheit, 78 Positioning, 71 Abschlag, 800 Münzen kostet er nur, ist das Supertalent in Italien, mittlerweile auch schon 23 Jahre alt, aber ich glaube, der hat eine große Karriere vor sich und ist ein richtig, richtig starker Torwart. Es ist, glaube ich, unnötig zu sagen, dass es ein No-Links-Wasted-Team ist, aber die Innenverteidigung besteht aus Rami und De Mario. De Mario, ja, von Genua, ein starker Verteidiger mit 83 Füße, 77 Defending, 67 Tempo, mittlerer Arbeitrad ist 89 groß. Habe ich schon viele Spiele mitgemacht, ist ein sehr, sehr guter und sehr, sehr cooler Verteidiger in meinen Augen. Dazu noch Budget und Low-Rated, was ihn ein bisschen überpowered macht, ist gar kein Problem mit dem zu spielen. Macht richtig Bock, Problem, 38 Dribbling und 37 Passen, ist nicht so cool, aber sein Kollege nebenan macht's weg. Und der zweite upgradete Rami ist der erste upgradete Spieler in diesem Squad. Der hat 68 Tempo, hat 82 Defending und 82 Füße. Mittlere Arbeitsraten ebenfalls und hat 1,90 Körpergröße, 247 Passen, aber immerhin 57 Dribbling, was ganz ein bisschen stärker macht. Er kostet nur 700 Münzen und das als geupgradete Karte ist gar nicht mal so schlecht und bisher diese beiden der Defensive definitiv solide. Machen wir weiter mit den Außenverteidigern. Da haben wir auf der linken Seite Kieran Gibbs und auf der rechten Seite Mariano, zwei Außenverteidiger, die ich sehr gerne benutze und die ich bereits öfter benutzt habe in FIFA 16 Ultimate Team. Kieran Gibbs, 81 Tempo, 80 Defending, 72 Füße. Ist auf jeden Fall ein guter Hochmittelarbeitsraten, 3 Sterne Skills, ist auch noch ganz nice für die Ausrichtung der Position. Linksfuß, das heißt, er kann die Flanken reinziehen mit seinen 72 Passen und dazu kostet er mittlerweile bestimmt weniger als 1000 Münzen. Ich habe den Mitte Oktober gekauft, das heißt schon ein bisschen her. Ein Tor und 3 Vorlagen in 39 Spielen, ist auf jeden Fall eine nice Karte. Auf der anderen Seite Mariano, der ehemalige Forster-Skiller, Mittelarbeitsraten, sehr schön für einen Außenverteidiger. 32 Spiele mit ihm gemacht, 3 Tore, 3 Vorlagen, ist auch ziemlich stark. Mittlerweile noch 83 Tempo, aber das reicht auf jeden Fall. 73 Defending, 73 Füße, 76 74 passen. Rechtsfuß, heißt, er kann die Flanken schlagen. Auch 3 Sterne Skills, kann man absolut sich nicht beschweren. Und für den Preis einer der besten Budget-Verteidiger. Man kann natürlich das Ganze ersetzen, hier beispielsweise mit Dani Alves und Mathieu. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber Rami hat die besseren Arbeitsraten und deswegen steht da nicht Mathieu und Dani Alves, sondern Mariano und Rami. Kommen wir zum zentralen Mittelfeld und das sieht auch richtig stark aus in dieser 4-3-5-Formation. Es beinhaltet den ersten Spieler, der ja in dieses Team mit implementiert wurde, um den das Team gebaut wurde. Das ist Santi Cazorla auf der linken Seite, Via auf der 6 und auf der rechten Seite Nabil Fekir. Das heißt, zwei etwas offensivere und einer da hinten den Laden dicht halten soll. Das ist ein Via, 76 Tempo, 74 Defending, 78 Füße von leider Gottes Sunderland, dem Rivalenteam von Newcastle. Auch mit dem habe ich schon sehr viel gespielt. 31 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen, Mittelarbeitsrad 1,82 groß, 73 Passen, ein sehr guter Spielmacher, leider 2 Sterne Skills, aber trotz seiner eigentlich nicht so spielmacherischen Werte, ist er ziemlich stark und ich mag den extrem gerne auf der 6. Einer meiner Lieblingsspieler dieses Jahr, auch weil er einfach auch wieder Budget ist und man ihn sehr gut benutzen kann als Franzosen in der BPL. Man könnte auch da Kabay hinstellen, das ist da vollkommen egal. Es reicht ein Franzose aus der Premier League, aber mit ihm macht es Spaß und er ist richtig gut. Fekir habe ich dann als Stürmer gespielt, beziehungsweise auch als Zehner schon Ewigkeiten her. Allerdings hat er mir da immer sehr gut gefallen. 46 Spiele, 21 Tore, 11 Vorlagen, mittlerweile hier im Mittelfeld. Auch da kann er sich ganz gut zurechtfinden. Dank seiner 75 Füße ist gar nicht mal so schwach defensiv. Links Fuß, Mittelarbeitsrad und kann schön nach innen ziehen mit seinem starken linken Forster. Skills noch dazu. 83 Tempo, 87 Dribbling, 78 Shooting, 78 Passen. Sehr starke Werte für diesen Jungen, der sich ja leider verletzt am Anfang der Saison, mittlerweile wieder fit ist und hoffentlich mit zur EM fahren darf. Richtig guter Typ. Auf der anderen Seite dann, wie gesagt, Santi Cazorla, der Spieler, um den das Ganze mitgebaut wurde. Er bisher 5 Spiele, 4 Tore und 4 Vorlagen. Ist ein Loan-Spieler. Ich habe die normale Version ja aber gezogen, wie ihr eventuell gesehen habt, wenn ihr euch das Pack-Opening angeguckt habt. Ist eine richtig starke Karte, ein richtig starker Spieler. 73 Tempo, dazu 85 Passen, natürlich als Spielmacher ideal. 87 Dribbling und einen richtig guten Schuss. Ich glaube, 86 Schusskraft hat seine Karte und das ist natürlich richtig ordentlich. Gerade bei Freistößen eine extrem gute Option mit seinen, ich glaube, 86, 87 Freistoßpräzision und 86 Schusskraft oder sowas. Gerade bei Standards extrem gefährlich. Kann man auf jeden Fall so machen und 5 Sterne Weakfoot kann man sich niemals drüber beschweren. Mittelarbeitsraten sind auch gut, geht auf jeden Fall. Einziger Schwachpunkt ist seine Größe oder kleine, nicht vorhandene Größe.
Kommen wir zu den beiden Flügelspielern und das sind Samir Nasri und Lukas. Samir Nasri ist seit Ewigkeit einmal Lieblingsspieler, auch bei City, nicht nur bei City, sondern allgemein, den mochte ich auch schon bei Arsenal. In FIFA immer ganz geil gewesen, gerade als Zehner in den Time, wo es ihn als noch als Zehner gab. Mittlerweile Außenspieler, aber trotzdem gar nicht so schlecht. 81 Tempo, 86 Dribbling, 83 Passen und dazu 76 Shooting. Dazu noch Forster Skills und Weakwood, Hochmittelarbeitsrate und 1,75 groß. Ein Spiel bisher mit ihm gemacht, aber da werden auf jeden Fall noch einige folgen, denn, wie gesagt, ich mag den einfach und ich weiß nicht, ob der linke Flügel für ihn ideal ist. Vielleicht eher das linke Mittelfeld aufgrund seiner Passing Ability. Aber auf jeden Fall werde ich ihn noch ordentlich testen und euch dann nochmal ein richtiges Resümee über ihn geben. Bisher im ersten Spiel bin ich sehr gut überzeugt, gerade das Dribbling ist einfach bei ihm richtig, richtig gut. Dazu die Agilität und Balance, passt auf jeden Fall. Auf der rechten Seite haben wir Lukas, der ist ein bisschen torgefährlicher noch, obwohl er weniger Shooting hat. 75 Passen, 87 Dribbling und 93 Tempo, eine richtige Pace-Suche. Bisher ein Spiel und ein Tor, was natürlich wunderbar ist. Mittelarbeitsrate ebenfalls, 4-Star-Skills, kostet ein bisschen mehr mit 2000 Münzen um den Dreh, aber spielt bei PSG, deswegen ist das verständlich. Okay, Nasri auch bei City, aber er ist ein bisschen langsamer. Trotzdem Mittelarbeitsrate sehr gut in der Offensive, extrem starkes Dribbling, die Physis auch gar nicht so schlecht mit 62 für einen 1,72 großen Spieler und sein Shooting und Passen sind auf jeden Fall ordentlich und gerade mit seinem Tempo ist er auf Außen auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Kommen wir zum absoluten Star in diesem Team und in dem ich auch schon eine Deal-With-Folge gemacht habe, auch in dieser Formation, das ist Hatem Ben Arfa und zwar die Second-Inform-Karte, die ich ja gezogen habe. 5 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen, erst bis er mittelgeringe Arbeitsraten, 5-Star-Skills und wir gucken uns die Werte an, alle bis auf Defending über 80 und sogar eine 90 bei Dribbling und 86 bei Shooting. Unglaublich starke Karte, körperstark, wendig, dribbelstark, 5-Star-Skills. Unglaublich guter Longshot, allgemein guter Schuss, relativ schnell unterwegs und dazu noch gutes Passen. Besser geht's eigentlich nicht. Dazu Erstbesitzer und in Form, was natürlich auch schön ist. Dazu muss man auch noch sagen, er wurde ja geupgradet, sogar als 10er. Das heißt, seine Second-Inform-Karte ist zwar nicht geupgradet, aber profitiert natürlich von den geupgradeten Werten bei der Upgrade-Karte und bei dem First-Inform, der geupgradet wurde in einigen Stats. Ist auf jeden Fall eine unglaublich gute Karte, die ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Kollege kostet. Ich kann es auch leider nicht nachschauen, aber ihr solltet ihn auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr die Münzen dafür habt, denn der Junge ist gerade als Mittelstürmer. Richtig gut. Ich glaube, als Stürmer wird er funktionieren, aber als Mittelstürmer natürlich nochmal schöner, weil er seine Passing Abilities mit 84 dann nochmal für die Außen einsetzen kann. Ihr werdet jetzt gleich im Anschluss wieder ein Spielchen sehen, das ich mit diesem Team bestritten habe. Das einzige und erste bisher. Ich werde auf jeden Fall noch einiges mit diesem Team spielen, denn es macht mir einfach richtig Spaß und ich hoffe, dass ich da eventuell irgendwann nochmal ein paar Improvements reinbacken kann. Zum Beispiel Dani Alves, vielleicht dann doch Mathieu, vielleicht noch einen französischen Innenverteidiger und dann nochmal einen krasseren Keeper. Ich weiß es nicht, aber irgendwas wird sie da auf jeden Fall finden, da bin ich mir relativ sicher. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt, jetzt kommen noch die Highlights von diesem Spiel und ich kann euch sagen, da waren schöne Tore dabei und allgemein schöne Szenen. Zwar war das Ganze nicht so einseitig, wie eventuell die Stats am Ende zeigen vom Ergebnis her, aber ich denke, trotzdem kann man sich auf jeden Fall anschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.
I'm gonna bring it all to you, all to you.